Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück beim neuen LP von mir, nämlich Ratchet & Clank, der Trilogie. Wir fangen natürlich an mit Ratchet & Clank, dem Original, dem einzigen Original, dem einzigen ersten Teil. Einziger. Was wird dieser Spieldurchlauf euch bieten? 100% des Spiels, so gesehen, denn ich habe mir die Platin besorgt. Ich werde euch die Platin vor eure Nase setzen und ihr werdet sie genießen. Ah! Ich fange ein neues Spiel an. Das hier ist mein vollständiger Spieldurchlauf mit dreimal durchgespielt. Dann hatte ich alle dreimal. Ja. Und wie gesagt, wir fangen neuen an. Küsse Plateau. Planet Verdin, 11.31 Uhr. Da haben wir unseren Helden Ratchet. Ist das nicht schön? Letzter Schritt: Roboter-Zündsystem anbringen. Danke, dass Sie die Helpdesk-Technologie benutzt haben. Gern geschehen. Unterdessen in einer Fabrik auf einem nahen Planeten. Nett. Roboter werden produziert und direkt weggeworfen in die Mülleimer. Ja, das Design würde ich auch überarbeiten. Besser. Bin ich klein geraten vielleicht, aber abgesehen davon. Genau, verstoßen in deinem Magen, Bauch, Dingern. Wie praktisch. Brumm. Ich meine, wusch. Am Flug auf Planet Veldi. 11.47 Uhr. Das passiert alles so schnell. Ich meine, ist ja nicht mal ein paar Stunden her oder sowas. Es ist zack, bam, hier, bam, da, bam, hier, da, links, rechts, oben, unten. Nein. Und damit startet das Spiel direkt hier auf Veldin. Wir können nun unseren Helden Ratchet bewegen, wir können mit ihm springen. Willkommen im Gadgetron Helpdesk-System. Ja, hallo Helpdesk-System. Hier stehen wir wegen deiner Reisen mit Arsch zur Seite. Das Helpdesk-System ist ein kostenloser Service der Gadgetron Corporation. Gadgetron. Ja, Gadgetron bietet alles hier in diesem Universum. Von kleinen Metallteilen hin zu großen, tollen Waffen. Wie diesen Bombenhandschuh. Unsere einzigen Waffe, die wir momentan von Gadgetron haben, es sei denn, der Schuss ist auch noch davon, aber davon wüsste ich jetzt gerade nichts. Nun gut. Wie ihr vielleicht seht, sammle ich Schrauben, Muttern etc. ein. Das sind sogenannte Bolts. Die Bolts in diesem Spiel sind unsere Währung, ähnlich wie die Gilbar in Final Fantasy. Diese Gegner hier sind jetzt nicht gerade das große Problem. Vielleicht mal abgesehen davon, dass das Tutorial ist und wir dementsprechend sowieso nicht allzu viele Probleme haben sollten. Du kannst Meldungen des Helpdesk-Systems unterbrechen. Wisst ihr, das ist immer der größte Fehler von den Dingern. Sobald ich weiß, dass ich sie unterbrechen kann, klicke ich sie immer weg. Denn ich erkläre sowieso alles. Ich bin der Meister dieses Spiels. Ich kann das Ding Speedrun ohne Ende mittlerweile. Vielleicht wusste ich deswegen nicht, dass er von Gadgetron ist, weil ich die Meldung weggeklickt habe. Gut. Haben wir das auch geklärt. Der Schlüssel ist doch von Gadgetron. Wie schön. Alles ist von Gadgetron. Selbst seine Hosen sind aus Gadgetron. Ich hoffe mal, das Bild sieht's. Also momentan sieht das Bild auf dem Bildschirm ganz gut aus. Auf dem Fernseher hat's gerade ein paar, oder macht's momentan ein paar Streifen, aber das sehe ich dann nach dieser ersten Aufnahme hier von Let's Play Ratchet & Clank. Ob es gut aussieht oder nicht, ob ich ein bisschen an der Einstellung rumfummeln muss. Ich fummel ja so gerne an den Dingern rum.
Das klang falsch, oder? Entschuldigung. Aber egal. Ja, unser erster ernstzunehmender Gegner. Ernstzunehmend natürlich kleingeschrieben. So wirklich ernstzunehmend sind nicht viele Gegner hier. Wirklich nicht. Der? Definitiv nicht. Die Frösche? Erst recht nicht. Ich? Auf jeden Fall. Mich sollte man ja immer ernst nehmen, denn ansonsten wird man es irgendwo nochmal bereuen. Ja. Zeigen wir mal den Bombenhandschuh. Sieht jetzt in erster Linie overpowered aus, aber wartet nur, bis ich einmal durch bin und euch meinen fertigen Spielstand zeige. Dann wird's lustig. Ja. Unsere Gesundheit wird durch Nanotech dargestellt. Werden wir verletzt, verlieren wir einen Nanotech-Punkt. Momentan können wir bis zu 4-mal getroffen werden und sind wir tot. Also beim 4. Schlag ist Ende. Aber durch Nanotech, die wir in der Umgebung finden, können wir uns jederzeit und immer, wenn wir es wollen, heilen. Denn die Punkte bleiben selbst nach dem Zerstören der Kiste da liegen. Da drüben seht ihr Nummer 1. Das leuchtet halt da. Aber nun ist Zeit für eine Cutscene. Ja, wird ja wohl keiner mehr brauchen, dann nehme ich das mit. Haha. Meins. Interessant. Sie sind gut mit dem Schraubenschlüssel. Na klar. Ich habe das Schiff damit gebaut. Ich suche gerade jemanden, der mir dabei helfen könnte, das Sonnensystem zu retten. Wissen Sie vielleicht, wo ich so jemanden finde? Naja, er kommt jede Woche im Radio. Ansonsten, nein. Was soll das überhaupt heißen, das mit dem Sonnensystem retten? Ich liebe übrigens diese Zwischensequenzen. Hallo, Bürger von... Mein Volk, die Blag, haben ein kleines Problem. Und die Namen finde ich auch klasse. Unser Planet ist zu verschmutzt, die Blag. Überbevölkert und vergiftet, dass er unbewohnbar ist. Aber ich, der Vorsitzende Drake, habe eine Lösung. Wir erschaffen aus den besten verfügbaren Planetenteilen eine neue Welt. Was habe ich damit zu tun, werden Sie jetzt vielleicht fragen. Mit einer hochkomplizierten Technologie, die Sie sowieso nicht begreifen würden, entfernen wir einen großen Teil Ihres Planeten und verwenden ihn für unsere neuen. Unglücklicherweise wird diese Massenveränderung ihren Planeten aus seiner Bahn werfen und direkt in die Sonne schleudern, wo er zu einer flammenden Gaswolke wird. Aber Opfer müssen natürlich gebracht werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr eure nervigen, wehleidigen, rotznäsigen Völker nehmen, sie hinter mir aufstellen und mich arme... Die sind noch drauf? Dann mach es aus, du Vollidiot! Herrlich, einfach nur herrlich. Die Leute auf dem Planeten sind arm dran. Naja, viel Glück beim Überzeugen von Captain Quark. Eigentlich kannst du mir helfen. Wenn du mich mit deinem Schiff zu den Koordinaten in diesem Infobot bringst, dann kann ich dort mehr in Erfahrung bringen. Selbst wenn ich wollte, ich kann nicht. Mir fehlt ein wichtiges Teil vom Schiff. Das Roboter-Zündsystem. Woher weißt du das? Nun, Sir, ich bin zufällig mit dem neuesten Zündsystem ausgestattet. Ich bin darauf programmiert, jedes Schiff starten zu können. Hört sich gut an. Also ich bring dich nach wohin auch immer und du startest mein Schiff für mich. Das ist genau mein Vorschlag. Okay. Besser als umgebracht zu werden. Vorsitzender Drax, Flaggschiff, wenn in Umlaufbahn. Wie schön. Das könnte Ärger machen. Kümmert euch drum. Nur weil ich weggeflogen bin. Wow, das ist toll! Da habe ich also die ganze Zeit festgesessen. Bitte legen Sie Ihre Gliedmaßen wieder auf die Steuerung, Sir. Hä? Ah ja, sorry. Ganz nebenbei, nenn mich doch bitte nicht Sir. Ich heiße Ratchet. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Sir. Hast du einen Namen? Meine Seriennummer ist B54296. Ups. Ich nenne dich einfach Clank. Ist kürzer. Festhalten! Zurück auf dem Flaggschiff des Vorsitzenden Drack. Sie sehen also, es ist sehr wünschenswert, wenn Ihre Einwohner nicht in der Stadt wären, wenn wir sie entfernen. Welche Anmaßung! Das lasse ich niemals zu!
Unglücklicherweise haben Sie leider keine andere Wahl. Wir werden ja sehen, was Captain Quark dazu zu sagen hat, mein guter Mann. Was ist daran so lustig? Captain Quark erledigt Sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie, Kleiner. Sie haben unsere Gastfreundschaft jetzt erschöpft. Und meine Geduld. Das ist Ihre letzte Chance. Beenden Sie diesen Wahnsinn. Okay, Moment. Tut mir leid, ich ziehe meine Truppen ab. Wirklich? Nein, er gehört euch, Gentlemen. Und hinterlasst bitte keine Spuren. Eintritt in die Atmosphäre von Novalis. Muss ich dazu noch was sagen? Clank, wo bist du? Ich bin hier. Oh, das tut mir leid. Tja, so wie wir herkamen, kommen wir nicht weg. Vielleicht könnten wir uns von einem der Einwohner ein Schiff borgen. Falls es noch welche gibt. Natürlich. So, jetzt sind wir hier auf Novalis. Hier gäbe es auch einen Stilpunkt zu holen. Was Stilpunkte sind, erkläre ich aber dann, wenn ich wirklich Zugriff auf einen habe, weil momentan fehlen mir dazu die Ressource. Ich kann aber so viel sagen, es gibt 30 Stilpunkte in diesem Spiel und ich werde, soweit es mir möglich ist, alle 30 holen. Also seid darauf gefasst, hier hundertprozentig einen Super LP Walkthrough Mini Speedrun zu sehen. Das wird schon. So, hier oben finden wir dann auch direkt etwas sehr Schönes, nämlich einen Goat Bolt. Goat Bolt sind erstmal für uns völlig nutzlos. Aber später haben sie einen sehr, sehr angenehmen Nutzen. Dementsprechend kann es nicht schaden, sie zu sammeln. Ich meine, es müssten 40 an der Zahl sein. Zwei davon müssen auf diesem Planeten sein. Einen davon kann ich gerade erst holen und den habe ich mir auch gerade eben besorgt. Und nicht, ich habe es mir besorgt, ich habe ihn mir besorgt. Danke für eure Gastfreundschaft und euer Verständnis dafür, dass ich keine perverse Witze hier bringe. Ja, man sollte meinen, nachdem ich dieses Spiel bis zum Erbrechen gespielt habe, sollte ich eigentlich eher die Schnauze davon voll haben und sagen, ja, keine P davon, ich bin doch nicht bescheuert. Aber nö, ich liebe die Ratchet & Clank Serie über alles, auch wenn sie, naja, ich weiß nicht, der letzte Teil war, glaube ich, abgesehen von All for One oder so, gefiel mir A Crack in Time nicht unbedingt so sehr, aber 1 bis 3, eine meiner Lieblingsspieleserien überhaupt, allein wegen den schönen Ideen, die sie einbringt, von daher kann ich hiervon nicht unbedingt genug kriegen. Außer ich müsste es jetzt selber für mich nochmal spielen, da bin ich momentan eher mit 2 beschäftigt. Verdammt. Da, ein Klempner hinter. Was hast du gesagt? Der Klempner ist hinten. Prima, Klugscheißer. Solltest du nicht auf einem der Rettungsschiffe sein? Rettungsschiffe? Top News. Riesige Roboter greifen an. Die Rettungsschiffe bringen alle reichen Leute von diesem elenden Planeten weg. Warum bist du nicht dabei? Sozioökonomische Disparität. Was? Er hat nicht genug Bolts. Wir Arbeiter müssen warten, bis Captain Quark uns rettet. Hast du was viele Bolts wert ist? Ich hab das hier. Zeigt zwei Spinner, die ihr Schiff ruinieren. Und das zeigt auch die Koordinaten eines Wüstenplaneten an. Ein Infobot. Ratchet, den können wir gebrauchen. Genau, beim nächsten Mal gehen wir dann also einen Infobot kaufen. Geld dafür habe ich ja genug. Aber mir läuft die Zeit davon. Obwohl, könnte das noch passen? Ich glaube nicht. Also, beim nächsten Mal kaufen wir den Infobot und fahren fort hier in Novalis. Bis dahin würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und Tschüss, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.